Na, wie ist es? Nee, natürlich. Hallo und herzlich willkommen, YouTube, bei eurem Commander Krieger. Und ja, beziehungsweise Commander Krieger ist heute falsch, denn es müsste heute heißen Commander Snipes HD. Ja, es wurde mal wieder Zeit. Rasch auf der Sharky-Halbinsel Angreifer. Und ich habe mir gedacht, pack's mal wieder das Scharfschützengewehrchen mit ein. Also erstmal die M40A5. Da ist das Biest mit einem Zweibein, 12-fach Zoom, das war's. Dazu die G17C, die Drohne mit am Start, die nutze ich eh nicht, aber ja, Hauptsache mit dabei, ne? So, meine Strategie ist es, da wir Angreifer heute spielen, ist es ein bisschen ungewöhnlich. Nein, ist es natürlich, ich sag mal, sehr selten so, dass die vernünftigen Spieler eine Sniper mit einpacken, weil man muss ja die Bombe legen etc. Und ich habe mir mal gedacht, versuch es einfach mal so ein bisschen aus dem Hintergrund zu snippern. Und meine Strategie sah so aus, dass ich mir irgendwie einen schönen Spot aussuche, den ich hier auch gefunden habe, um ja hier jetzt auf die scharf gemachte B-Bombe zu achten und dann danach später mir einen wunderschönen A-Spawn zu suchen. Ich habe das Zweibein mit dabei und ich möchte hier nochmal betonen, dass ich definitiv kein Battlefield-Suchti-Pro-Gamer-Whatever bin. Ich habe es am Anfang sehr viel gespielt, dann kam der Patch, dann hatte ich so einen scheiß Bug, dass ich keine Waffen hatte. Es geht jetzt aber mittlerweile wieder und ja, durch den neuen Patch heißt es für mich irgendwie, ja, erlerne die Waffen und das Spiel neu. Ja, so kann ich einfach nur sagen, so lerne, so kommt es für mich rüber. Und für mich kommt es so vor, wenn ich die zwei Beine auf einem Snipergewehr habe, ist es für mich definitiv hilfreicher, auf die großen Distanzen zu gehen. Hierfür für solche Schuddis, da braucht man in meiner Meinung nach den Griff. Das ist so meine Meinung. Ich bin auch gerade, was so Sturmsoldat, Versorgungssoldat geht, bin ich noch gar nicht richtig im Klaren, welche ja, Aufsätze soll ich jetzt nehmen. Ich möchte auch gerne mit verschiedenen Waffen spielen. Nicht nur unbedingt mit einer einzigen Waffe. Ich möchte eigentlich so ein, ich sag mal, Universalspieler sein, der versucht, mit den Waffen klarzukommen. Und ja, ich merke so langsam in diesem Gameplay hier an der Stelle, das Zweibein, damit komme ich nicht so richtig klar. Ich habe lieber den Griff dabei und dafür den gerade Zugverschluss, damit ich direkt im Scope, im Zoom nachladen kann, was ich sehr schön finde. Und was mich bei dem Zweibein definitiv stört. So, deshalb werde ich nachher auch ich weiß gar nicht, welche ich nehme. Ich glaube, die M98B nehme ich mit, genau. Mit einem Geradezugverschluss. Das heißt, da wird da zweimal weggelassen. Ich mache natürlich noch einen taktischen Fehler und packe das Taktiklicht drauf. Was vollkommener Bullshit ist, aber naja, mitgehangen, mitgefangen muss mit der Drops. Ja, so. Auf jeden Fall, ich schweife jetzt mal so ein bisschen ab. Es kommen nachher noch so zwei, drei schöne Szenen. Aber am Anfang ist es ja eher mehr ein Versuchen des Snipers, so kann man es ja schon fast formulieren hier, da kriege ich nichts, habe ich wieder, den kriege ich noch, ja, und jetzt kommt's, Hilfe bei Kill 97, aber naja, so, auf jeden Fall, wir kommen mal zum Thema, und zwar habe ich mir überlegt, auf meinem Kanal Folgendes einzubauen, Gast-Commentaries, aber nicht so, wie ihr sie kennt, nämlich ein bisschen anders, ihr habt die Möglichkeit, ab sofort ins Forum zu hüpfen. Den Link zum Forum bzw. auch zu dem Thread findet ihr in der Videobeschreibung. Und dort könnt ihr dann mit eurem Account von eurem Kanal ein einziges Gameplay vorstellen. Das sollte natürlich dementsprechend auch geeignet sein. Und ihr könnt dort quasi Werbung für machen. So, dann gibt es natürlich die Leute, die keine Gameplays kommentieren, die sich aber gerne Gameplays anschauen. Die sind natürlich auch herzlich eingeladen, das Forum zu besuchen. Können dann in diesen Thread reingehen und können sich diese Gameplays anschauen. Wenn Ihnen ein Gameplay besonders gut gefällt, können Sie unten rechts in dem Post von dem Kommentator ja einen Daumen hoch geben, quasi ein Like abgeben. Und das Video, was am Ende des Monats Juni die meisten Likes erhalten hat, das Video werde ich dann auf meinem Kanal hochladen. Ja, so sieht das Ganze aus. Das ist der Drops. Das Einzige, was natürlich ja, ein bisschen kontrolliert sein soll. Es sollte natürlich ein Gameplay sein, was speziell für meinen Kanal dann auch kommentiert wird. So, es bringt ja jetzt nichts, wenn er sagt, hier, ich nehme jetzt irgendein Gameplay, x-beliebig, schnuppi, und hau das dahin. Nee, versucht wirklich, es euch so vorzustellen, ihr habt jetzt ausnahmsweise die Möglichkeit, ein Gameplay auf meinem Kanal hochzuladen. Und
Das dürftet ihr euch dann aussuchen. Ihr müsstet es dann neu kommentieren und würdet es mir dann schicken. Und ich würde es unangeschaut hochladen. So gut muss es sein. So, das ist eure Aufgabe. Bin mal gespannt, wie viele Videos da zusammenkommen. Bin auch gespannt, wer da alles so teilnehmen wird. Ich habe schon so 2, 3, 4 Leute. Ich glaube, Ansaldo wird auf jeden Fall mitmachen. Die Ahornente erwarte ich auch. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann habe ich noch so 2, 3 Geheimfavoriten im Ärmel, wo ich mir auch gut vorstellen kann, die machen da mit. Es kann jeder teilnehmen, mir ist scheißegal, wie viele Abos derjenige hat. Jetzt kommt bitte nicht mit irgendeinem Thema, ey, Elotrix soll da mitmachen, der kriegt so viele Likes. Spart euch den Satz bitte, ja? Danke. So, also es soll schon wirklich auch dem User was bringen. Also am besten ein kleinerer Kommentator. So, das ist der Punkt. Ich werde dann am 30. haben wir nur 30 Tage, 30. Juni werde ich dann hingehen, kurz bevor wir Europameister werden, und werde dann sagen, so Leute, hier, das Video hat, sag jetzt mal, 8 Likes, das hat 9 Likes, das hat 12 Likes und das mit 12 Likes hat die meisten Likes und das gewinnt. Sollte irgendwo ein Gleichstand sein, dann entscheidet das Commander Krieger Like. Das heißt, dann werde ich mir eins angucken und von den beiden ausselektieren, wer gewinnt. So. Das wird es ab sofort so geben. Könnt ihr euch schon mal freuen. Und hier, ja, ich kann doch noch mit der Pistole mal eintöten. Ja, so. Ich denke, das ist eine ziemlich coole Aktion. Damit können wir ziemlich interessante Sachen machen. Dann startet ja jetzt bald auch die Europameisterschaft. Dazu wird das Ganze natürlich auch noch im Forum, ja, veröffentlicht werden, sprich wie man da beim EM-Tippspiel teilnehmen kann. Dazu wird es auch nochmal ein separates Video geben. Des Weiteren möchte ich auch noch zu 2 anderen YouTubern jetzt kommen. Der erste, ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn alle, The Dr. Kaboom. Ja, ich habe gestern mit dem Kabümchen mal wieder endlich, seit lange. Ich habe es schon vermisst. Es war so ein Herzschmerz in mir. Full Homo. Und wir haben endlich mal wieder lange telefoniert, war auch richtig cool. Und er hängt ja momentan, einige denken, er wäre tot. Andere denken, der macht nichts mehr. Andere denken, der macht Urlaub auf dem Fidschi-Inseln. Nein, der Kaboom sitzt gerade zu Hause und arbeitet an einem neuen Video für euch. Und nachdem das 100 Stunden Battlefield-Video ungefähr, ich glaube, 3 Monate gedauert hat und er jetzt schon, ich sag mal, so 4 Monate verzugt ist, könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Apparillo wird. Also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Das wird zeitnah kommen, so hat er es mir gesagt. Wenn er damit fertig ist, prügel ich ihn direkt zur Deine Karriere auf YouTube, weil er mir da noch was schuldig ist, beziehungsweise weil ich ihn da gebeten habe, was zu machen, und da freue ich mich auch schon drauf, dass wir dann da endlich auch mal weitermachen können. Und auf jeden Fall nochmal, ich kriege auch viele Nachrichten. Ey, lebt Kaboom noch? Macht der noch was? Der Kaboom war nie derjenige, der irgendwie 17 Videos im Monat rausgehauen hat. Der lässt sich dafür richtig viel Zeit. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist, wie soll man sagen, das ist, der Kaboom ist der Steven Spielberg von YouTube. Der sagt sich, ja, da können wir noch einen Effekt mehr reinhauen. Hier noch eine Explosion, da noch ein Bums. Und da müssen wir einen kompletten Schauspieler austauschen. Das ist Kaboom. Der Kaboom ist hiermit, Spitzname für dich, Kabümchen, der Dr. Steven Spielberg Kaboom von YouTube. So sieht's aus, Freunde. So sieht das aus und nicht anders. Ein Hauch Quentin Tarantino ist auch noch mit drin. Aber so könnt ihr euch das Ganze vorstellen. So, der Spielberg, der macht auch nicht jeden Tag ein Filmchen. So. Dann kommen wir zum nächsten YouTuber. Und zwar etwas, was ich sehr schade finde. Und zwar The Dirty Ursel. Es schreiben mich viele an, was ist mit Ursel, was ist mit dem DNO-Clan, wie sieht's da aus, wann geht's da weiter, macht er noch Videos, lebt er noch. Ich kann euch nur sagen, ich weiß, dass es ihm gut geht, aber ja, er antwortet mir nicht mehr auf Nachrichten, gar nicht mehr, wobei ich sagen muss, ich habe auch nichts jetzt irgendwie getan, wo er mir böse sein kann, wo ich mir irgendwie sagen kann, oh, da hast du Scheiße gebaut, Commander, da musst du jetzt nochmal in dich gehen und das Ganze nochmal checken. Nee. Ich weiß selber nicht, was da los ist, genau wieso, weshalb, warum. Ich weiß nur, dass es so ist. Es tut mir leid für euch, weil auch ich habe seine Videos sehr gerne geschaut, dass da nichts mehr kommt. Ich weiß nicht, ob noch mal was kommen wird. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich selber halt keinen Kontakt mehr zu ihm habe. Ich habe es mehrmals versucht und jetzt ist irgendwie so der Punkt gekommen, wo ich leider sagen muss, irgendwann renne ich nicht mehr hinterher.
ja, es tut mir leid, euch das so zu sagen, aber dafür haben wir einen Ersatz. Ein paar kennen unseren Waldmeister schon, den Dasmaka. In Fachkreisen auch der Dasmaka, HD genannt. Kanal seht ihr in der Videobeschreibung, der will jetzt den DNO-Clan so ein bisschen weiterführen. Und ja, wer auf den die ruhige, chillige Stimme der Unterhaltung steht, ab zum Dasmaka. Und wer weiter bei DNO-Sachen auf dem Laufenden gehalten will, gehalten werden will, möchte sein Gebinst. Rüber da. So. Was hier bitte noch zu sagen? Ich freue mich, wie gesagt, auf die Europameisterschaft. Das wird was, sage ich euch, Freunde. Das wird was. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, hier, die haben gegen die Schweiz so scheiße gespielt. Übrigens, jetzt geht's los hier. Jetzt hat der Commander Krieger sich gedacht, weißt du was? Jetzt haben wir mal ein bisschen Blut geleckt. Jetzt müssen wir mal hier Gas geben. Und da ist das Schöne, man kann einfach, wenn man im Zoom ist, einfach weiter drauf knallern. Jetzt haben wir noch den Little Bird verloren. Also eigentlich beste Voraussetzungen, um diese Scheiß-Base da endlich mal zu holen. Und jetzt geht's los. So, hier mit dem Kollegen, das war der entscheidende Motivationsschuss. Der da hinten kriegt auch nochmal einen verbraten. Okay, dann darf man auch nochmal hier ein Schüsschen daneben setzen. Und bam, es gibt direkt wieder einen auf den Sack. So muss das sein. Erstmal so schön drei Kills hintereinander. Und ja, daneben. Ja, da war es auch schon wieder schnell vorbei. Jetzt habe ich nur noch 5 Schuss in meinem Möhrchen. So, aber natürlich habe ich mir schon einen Masterplan zurechtgelegt, wie ich danach weiter agieren werde. Ich sehe jetzt die Typen, die da hinten die Leiter versuchen hochzukommen und denke mir, hehehe, schnapp sie dir. Und ja, was kommen da zwei hin? Das ist wie so ein Knochen, den du einem Hund hinwirfst und der sieht auf einmal, ja, zwei Knochen und dann weiß er auch nicht, wo er hinrennen soll. So, aber auf jeden Fall, ich habe keine Munition mehr, also stürmen wir die Butze. Erste Granate rein. Zweite Granate rein. Oh yes! Party! Multikill! Ja, so muss das sein. Und wenn man so gut gelaunt ist, kann man ja, das Haus auch mit der G17C einfach mal stürmen. Einfach mal aufräumen. Jetzt hinein in die Metzgerei. Gisela, zieh die Schuhe aus. Hier, Kollege, bleib stehen. Du kriegst auch nochmal auf die Fresse. Zack, Messer raus. Er ist tot durch das Messer. Kann mich aber noch mit der MG36 töten. Das heißt, er ist, glaube ich, daran verblutet. Ich weiß es nicht, wie sich mir das erklären soll. Ja, und da lebt das Schwein auch schon wieder. Und kämmt sich direkt da hinten rein. Ja. Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt gedacht, okay, fliegst hier schön gemütlich mit dem Little Bird rüber. Setz dich irgendwo gemütlich ab. Alles Taco, alles Alto Belly. Aber naja. Wie gesagt, ich bin kein vernünftiger, ordentlicher Sniper. Ich versuche halt so das Sniper-Spiel so zu spielen, wie ich mir das Ganze vorstellen würde. Das heißt, auf einer etwas größeren Entfernung aus dem, sag mal, Hinterhalt auf den Gegner zu ballern oder aus einer etwas geschützteren Position. Das ist für mich das Sniper-Spiel, anstatt da jetzt irgendwie vorzulaufen, zu quickscopen und hast nichts gesehen. Das gehört für mich nicht dazu, ja, auch mal gemessert zu werden von irgendeinem Airborne-Typen. Gehört dazu. Gehört dazu, Freunde. Aber das ist für mich so, ja, der macht da oben mal kurz eine Schlammschlacht. Beziehungsweise der öffnet die Metzgerei neu. Aber das gehört für mich irgendwie dazu. Als Sniper-Spieler, dass man halt hinter seinem Team steht oder seitlich vom Team und das Team so unterstützt. Das habe ich versucht. Wie gesagt, ich habe es versucht, unterstrichen, Anführungszeichen um, in diesem Gameplay mal so zu zeigen. Was hier übrigens geil ist, ja, mein Kollege stirbt und der Gegner rennt mal gediegen an mir vorbei. Okay, wird da jetzt abgeknallt, aber ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, wie das Ganze da jetzt am Bach ist, aber ist ja egal. Ich baller da dumm wie die Hulle rein. Und kriege noch nicht mal einen Hitmarker. Besten Dank. Also ich muss auf jeden Fall mit den Sniper-Gewehren noch definitiv ein bisschen üben. Seht es mir nach. Ich wollte aber meinen Commander Snipes wieder auspacken. Und ich habe mir gedacht, was gerade so gut gelaufen ist, das kann doch nochmal gut laufen. Also erste Granate. Ja, die verfehlt leider. Kriege ich sogar jetzt noch fast einen Hitmarker für. Und ich renne wieder weg. Schnell wieder flüchten. Da habt ihr auch gerade das taktische Licht gesehen. Was mir definitiv keinen taktischen Vorteil gegeben hat. So. Hier ist Stimmung, hier wird überall gesniped, gecampt. Und ich denke mir, ey, du kannst doch mal die ME wieder reinprügeln. Das war so eigentlich meine Idee. Schön die ME rein. Ich achte natürlich nicht auf mein Radar, dass da hinter mir zwei Leute gerade verrecken. Hab jetzt endlich meine MAV, hab's geschafft, das Ding endlich mal zu steuern. Flieg rüber und ja, was passiert natürlich mit mir? Dreimal durch die Raten. Euer Commander. Ja, markiert, sagt dem BVB, ey, da ist richtig viel los und ich werde gemessert. Dankeschön. Ja, dann gehen wir am Sack. So, dann guckt er so doof, tot ist er. Hm? So muss das aussehen. Ja,
Auf jeden Fall, ich werde mich nochmal definitiv so ein bisschen an das Snipern ranbegeben. Es war bei mir mit Battlefield, ich hatte zum Beispiel auch diesen Bug, ich weiß nicht, ob ihr ihn auch hattet, dass ihr einfach keine Waffen hattet. Egal, welche Waffe ich mir ausgewählt habe, ich konnte noch nicht mal messern. Ich konnte nichts machen, außer Panzer fahren. Und dann macht das Spiel auch keinen Spaß. Und dann habe ich es auch erstmal so in der Ecke liegen lassen, so ein bisschen abstimmen lassen. Das ist übrigens auf dem PS3 entstanden. Einfach, weil ich da einfach mehr Waffen habe. Und ganz ehrlich, das zweite Mal diese ganzen Waffen freizuschalten. Naja. Vielleicht. Oh. Werde ich sie mir holen. Dankeschön für die Gesundheitswünsche. Vielleicht hilft es was. Ja, und eigentlich, man muss ja ganz ehrlich mal sagen, wir haben hier noch 20 Tickets. Eigentlich ist es ja, sollte es nicht so schwer sein, den Drop zu lutschen. Sprich, da reinzurennen, die Leute rauszuranzen und gut ist. Ja, aber wenn halt zu viele Leute snipen, ich gehöre definitiv auch dazu, hinter mir wird auch schon wieder ein Spawnback aufgebaut, dann wird es ziemlich schwer. Und wenn man noch so ein miserabler Sniper ist wie ich, der da eine halbe Stunde aimt und zielt und macht und tut und dann endlich mal mit Liebe mal einen Headshot kriegt, das ist schon ziemlich scheiße, ja. Und natürlich denke ich mir jetzt so, hey, das geht nochmal. Ja, leider nicht. Ja, also renne ich wieder nach vorne und wieder zur altbewährten Granatentaktik. Und wieder die Granate. Ein bisschen zu kurz, da kommt sie schon wieder runter. Frag mich selber an, die andere ist drin. Und ja, nur ein Hitmarker. Nur ein scheiß Hitmarker. Wenn die erste da reingegangen wäre, alter Schwede. So, auf jeden Fall. Ja, es wird eng, 16 Tickets. Da muss ich mir sogar selber mal sagen, komm, gehst du mal hier die Leiter hoch. Und die haben sich da so einbarrikadiert. Hier noch einen schönen mit C4. Besten Dank, Bangios. Besten Dank. Und vor allen Dingen, er gammelt da oben rum. Da oben. Wo hat er mich gesehen? Wieso hat er da das C4 gezündet? Habe ich nicht. Keine Ahnung. Weiter geht's. Ich habe jetzt überlegt, okay. Wir müssen jetzt mal langsam da stürmen. Was nehmen wir am besten? M60, E4, Frontgriff, Mündungsfeuer. Und eine offene Visierung und ab rein in die Metzgerei. Das war so mein Gedanke, aber ich kann es euch jetzt schon mal sagen, wir werden diese Runde leider verlieren, auch wenn die Bombe jetzt da gerade gelegt wird. Der Gegner schafft es noch, die Kirsche zu entschärfen. Die Schweine. Aber naja, was willst du machen? So, ihr seht, das hinter mir wird auch schon fleißig gespawnt. Wir versuchen da reinzukommen. Die Bombe wird aber schon entschärft. Natürlich, wenn da einer mit einer G17C schallgedämpft einen Triple Kill macht, geht das ab. Jetzt denke ich mir noch, komm, den Panzer schnapp sie hier noch. Aber selbst den kriege ich nicht mehr. Und damit ist das Gameplay beendet. Ich glaube, 18:9 war es. Ein bisschen snipey-pipey. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geht mal ins Forum, geht mal rein. Schickt mir da eure Gameplays rein. Und ja, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle mit einem gut Snipes XXXHD. Euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.